Guten Tag, mein Name ist Christina Gläser und ich bin aktuell Direktorin von Schweiz Tourismus Italien seit letztem September. Zuvor lebte ich fast 10 Jahre in Brasilien, wo ich im Auftrag von verschiedenen Schweizer Firmen und Institutionen für die Swissness werben durfte. Dies zu Beginn für die Schweizer Kunstinstitution Daros Latinamerika, danach in einem Mandat für Präsenz Schweiz während den Großprojekten der Weltmeisterschaft, der Olympiaden in Rio und danach neu als Marktleiterin für Schweiz Tourismus in São Paulo. Und nun bin ich seit einem Jahr in Milano mit meinem neuen Team, einerseits aus 6 Personen in Milano und 2 Personen in Rom. Und es freut mich enorm, diese neue Herausforderung hier zu starten. Schweiz Tourismus ist aktuell in 26 Märkten aktiv präsent und unsere Arbeit teilt sich in 4 Bereichen auf. Einerseits ist es die Medienlandschaft, dann sind es die Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern in den Märkten und natürlich auch die wichtigen Promotionen mit unseren Endkunden und die ganze Digitalisierung, welche natürlich dieses Jahr noch viel stärker geworden ist. Und gleichzeitig auch das Thema Nachhaltigkeit haben wir im 2021 weiterentwickelt. Natürlich war das Jahr 2021 ein schwieriges Jahr für den Tourismus, aber auch ein Jahr der Transformation. Einerseits im Bereich Digitalisierung, andererseits in der Nachhaltigkeit, aber auch in der Entwicklung von neuen Produkten. Und somit standen auch die Frauen bei uns dieses Jahr im Fokus. Mit einer neuen Kampagne Women Only haben wir die Frauen aufgefordert, mit einer Women Peak Challenge alle 40 4000er Berge in der Schweiz zu besteigen. Gleichzeitig haben wir eine Kampagne mit unzähligen Erlebnissen für Frauen von Frauen auf unserer Website My Switzerland lanciert. Unsere Arbeit ist sehr innovativ, sehr kreativ. Wir haben die tolle Möglichkeit, spannende Strategien im Markt umzusetzen und diese aber kulturnah an das Publikum, an die Kultur in unserem Markt zu bringen. Das ist einerseits eine Herausforderung, die Swissness auch so zu transformieren, dass sie für den Endkunden in einer anderen Kultur spürbar ist, aber gleichzeitig auch enorm spannend, immer wieder die richtigen Plattformen zu finden, immer wieder die richtigen Zielgruppen anzugehen, sich mit ihnen zu kommunizieren und für die Schweiz als Reise-, Tourismus- und Kongressland zu werben. Meine Funktion als Marktleiterin von Schweiz Tourismus ist enorm inspirierend. Man hat täglich Kontakt mit tollen Menschen, mit tollen Produkten in einem internationalen Umfeld. Wir haben die Möglichkeit, neue Partnerschaften zu entwickeln, wie wir dies jetzt dieses Jahr in Italien mit unserer neuen Botschafterin Michelle Hunziker haben, aber auch globale Partnerschaften wie mit Roger Federer, wo wir natürlich wirklich alle Herzen erobern können im Markt mit solchen tollen Kampagnen. Es ist eine enorm spannende und inspirierende Tätigkeit, die ich für Schweiz Tourismus in einem Markt ausführen darf. Und ich kann es nur allen Frauen ans Herzen legen, sich für so eine Position zu motivieren. Wenn wir allgemein von den Frauen in unserem Tourismussektor sprechen, ist es spannend zu sehen, dass wir sicher eine Mehrzahl von Frauen allgemein in unserer Industrie haben, jedoch immer noch sehr wenig Frauen in Kaderpositionen sehen. Und da ist es natürlich sicher wichtig, dass wir noch mehr in internen Firmenstrukturen wie auch externen Strukturen noch mehr Unterstützung sehen für Frauen in Kaderpositionen, einerseits in den Firmenstrukturen, flexible Zeiten, auch Möglichkeiten für Frauen an solchen Positionen zu sein, aber auch extern, also ich denke im Bildungssystem auch noch mehr Tagesschulen, noch mehr Möglichkeit, wirklich auch die Unterstützung für Betreuung von Kindern zu haben. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Aufruf an die Frauen, an uns selber, mehr Wille und Interesse für solche Positionen zu zeigen, denn wo ein gemeinsamer Wille ist, ist auch ein Weg für mehr Strukturen, für mehr Unterstützung, gerade für Frauen in Kaderpositionen mit Kindern, mit Familie.
um das Ganze auch gleichzeitig haben zu können. Und ich denke, es ist nur eine Bereicherung für eine Firma und sicher auch der Schlüssel zum Erfolg, hier ein Gleichgewicht von Frauen und Männern in Kaderpositionen zu haben. Nun, heute ist World Tourism National Day und ich kann nur alle auffordern, unser Land zu besuchen, zu genießen, zu erleben, denn wir sind einzigartig, wir sind nachhaltig und wir sind mitten im Herzen von Europa. Bis bald, ich freue mich auf Ihren Besuch.